Flüchtlinge mit Azubi-Vertrag werden zukünftig nicht mehr abgeschoben, sondern zunächst geduldet. Das hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel, CDU, per Erlass an die Ausländerbehörden bestimmt. Damit schaffe die grün-schwarze Landesregierung Rechtssicherheit und gehe auf Kritik aus der Wirtschaft und der IHKs ein. Diese Duldungsregelung gilt auch, wenn Asylsuchende eine einjährige Berufsfachschule besuchen und bereits einen anschließenden Ausbildungsvertrag in der Tasche haben. Nach der Ausbildung können die Flüchtlinge dann 2 Jahre in dem erlernten Beruf arbeiten. Erst danach werde über einen Aufenthaltstitel entschieden.